Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Oktoberfest des Management Clubs. Ich bin ein bisschen verkühlt, aber das soll der Feier keinen Abbruch tun. Hier wird jetzt in Kürze der Bieranstich stattfinden. Gregor Glanz wird heute sein Glück versuchen. Mal schauen, ob er es beim ersten Mal schafft. Außerdem möchte ich eine kleine Runde gehen und schauen, wie viel die Leute denn vom Oktoberfest in München wissen. Modern. Ja, wir sind sehr modern. Tirol-TV ist modern. Gregor, wie war der Bieranstich? Ja, ich war ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Schon du, ja, auf der Bühne? Ja, schon, weil als Tiroler, wenn man den Bieranstich, wenn ich das falsch gemacht hätte und das Fassel wäre im A-Punkt-Punkt gewesen, dann das wäre ziemlich zart gewesen. Ja, ich glaube, da hätten die Leute ziemlich einen Krampf gekriegt. Ich glaube auch. Nichts zum Trinken, alle durstig. Ja, hast Glück gehabt. Also ich gratuliere dir. Ja, danke. So, es kommt jetzt zu meinem Spiel, ja, das habe ich vorher schon angesagt. Und zwar ist es so, ich habe da einen Hut. Und es geht darum, dass ich ein bisschen Spenden sammle, so für die Tirol-TV-Mitarbeiter zum Kaffee trinken. Mhm. Und zwar die Frage ist, du musst jetzt schätzen, was eine Maß Bier für die Tirol-TV-Mitarbeiter für Kaffee. Ja, Kameramann nicht einmal. Für Kaffee, ja, schon, ich finde es gut. Was, nein, du findest es gut. Ja. Für die Kaffeekasse. Für die Kaffeekasse, ja. Es geht um die Kaffeekasse. Da würden wir dir gerne spenden. Ja? Umso netter das Interview, umso mehr kommt in die Kaffeekasse. Ich lache schon ganz, ganz fleißig. Also, du musst jetzt schätzen, was eine Maß Bier am Oktoberfest in München im Hippodrom kostet. Rad. Schnell. Nein, 98. Nicht denken. 49. Ein Euro Spende. Ja, Sie haben schon wieder eine Preiserhöhung gehabt. Nicht 1 Euro, 2 Euro. 2 Euro für das Tirol-TV-Team. Vielen Dank, Gregor, du bist der Beste. Gibt es noch eine Frage? Nein, das war's. Das war schon die Frage. Schau, da gibt es nicht auch kein Bier. 3 Euro. Wahnsinn! Ja. Weil wenn Sie zufrieden sein beim Arbeiten, dann sind Sie mürrisch und dann machen Sie schlechte Interviews und ja, und so weiter. Deswegen muss man... Kameramann nickt. Dankeschön. Genau. Bitte. Hallo Didi Constantini, ist schon aufregend. Hallo. Es ist aufregend, neben dir zu stehen. Ehrlich? Ja, irgendwie schon. Ja, bin ich so. Immer so einen älteren Herrn, fast Pensionisten. Ja, aber du hast ja was gemacht, ne? Schon, ein bisschen was habe ich schon gemacht. Ja, aber jetzt kommt es zu meinem Spiel. Das Spiel ist, du musst mir jetzt sagen, was du schätzt, was eine Maß Bier am Oktoberfest in München kostet, im Hippodrom. Ich habe es zufällig gehört, dass es 10 Euro sind. 9,40 Euro. Habe ich mich verhaut. 9,40 Euro. Was du mir jetzt, wenn du drüber liegst, weil eigentlich ist so, wenn man drunter liegt, dann muss man einen Euro zahlen für die Kaffeekasse von Tirol TV. Zahlst du ja trotzdem was? Ja, also du hast aber viel. 4 Euro eigentlich. 4 Euro. Okay. Ja, es ist ein Wahnsinn. Wir freuen uns. Helli gibt dann vielleicht noch ein bisschen was mehr. Ja, ein Helli du jetzt interviewen und dann muss er ganz viel zahlen. Ja, ja. Danke. Passt gut, bitte. Du musst jetzt raten, was denn eine Maß Bier am Oktoberfest in München kostet. 9,40 Euro. Mann, das ist voll gemein, das stimmt. Oh. Ist super, da gibt die rote Fackel. Und ich nicht, oh je. Ja, und jetzt kriegt man nichts für die Kaffeekasse, weil eigentlich, wenn trotzdem, du falsch liegst. Trotzdem, vielleicht kann man es auch 59, ich tue auf alle Fälle die ganzen 10 Euro. Ah, ist das nett. Danke, Helli, wir werden uns freuen. Gell, Kameramann? Ja, danke. Dankeschön. Die Frage ist, was kostet denn eine Maß Bier am Oktoberfest in München? Also heuer wird es sein um die 9,30 Euro. Ja, 9,40 im Hippodrom. Ah, okay, ja. Und also die es falsch sagen, die müssen eine Strafe zahlen. Für die Kaffeekasse von Tirol TV. Ja, da mache ich das. Hätten wir es klingeln. Aber jetzt, wie machst du das mit deinen Händen? Mit deinen Händen? Ja, so. Ja, du machst das schon. Du bist es ja gewöhnt, ja, oder? Ja, das. Aber ich bin ja gut gelegen mit meinem Tipp vom Hippodrom. Weiß nicht, aber stimmt. Also du musst nur 10 Cent zahlen. Du bist nur 10 Cent daneben. Also ich habe jetzt... Nein. Trotzdem mehr. Nein, weißt du? So, okay. Es wird immer besser, ja. Also ja, voll, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon verdient habe. Das ist ein Potenzial. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Grüß euch. Liebe Zuseher,
28 Euro für die Tirol TV Kaffeekasse. Da können wir viel Kaffee trinken und viel arbeiten für Sie. Ich hoffe, es hat Spaß gehabt beim Zusehen. Danke, bis bald.